Tja, Staus können es wirklich in sich haben, aber auch Stopps auf Rastanlagen sind nicht ganz ohne. Ein Lkw-Fahrer steht am Abend mit seinem Sattelzug auf dem Rasthof Hartwald Ost, als er plötzlich von einem lauten Krachen während einer Pause aufgeschreckt wird. Offenbar ungebremst ist der BMW unter den Auflieger des LKWs gekracht. Er muss schnell unterwegs gewesen sein, der Aufprall so heftig, dass vom Unfallwagen nur noch das Heck zu erkennen ist. Die Feuerwehrleute, die schnell am Unglücksort sind, können für den Fahrer nichts mehr tun. Es war ein Fahrzeug mit sehr hoher Geschwindigkeit, ungebremst, auf einen geparkten Sattelauflieger gefahren. Die Person war im Fahrzeug eingeklemmt, war beim Eintreffen an der Einsatzstelle bereits verstorben. Auch für die Retter keine einfache Situation. Zu Beginn der Bergungsarbeiten ist außerdem noch unklar, ob zum Unglückszeitpunkt noch andere Leute in dem BMW gesessen haben. Unter hoher Anspannung beginnen sie, den Wagen unter dem LKW hervorzuziehen. Es werden keine weiteren Menschen in dem Auto gefunden. Doch die Arbeiten bleiben schwierig. Gefährlich bei dieser Einsatzstelle bzw. bei dieser Lage ist, dass Fahrzeug drohte anfangen zu brennen. Und damit dann auch die Gefahr eines Übergreifens des Feuers auf den Sattelauflieger. Das waren dann unsere Maßnahmen, die Brandbekämpfung einzuleiten mit Schaum und mit Pulver und die Einsatzstelle erstmal auszuleuchten und zu sichern. Notfallseelsorger kümmern sich vor Ort um den geschockten Lkw-Fahrer, der sich in seinem Lastwagen ausruhte, als der BMW in den Auflieger fuhr. Neben dem Schock bleibt er unverletzt. Auch einige der Helfer müssen nach dem schlimmen Einsatz betreut werden. Ein Sachverständiger versucht jetzt herauszufinden, wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.